Schlechte Nachrichten für SmackDown. Die aktuellste Ausgabe verlor im Vergleich zum Superstar Shake-Up fast 600.000 Zuschauer. So war die dieswöchige Ausgabe eine der quotenschwächsten des Jahres. Beeinflusst wurde die Show von den parallel laufenden NBA-Playoffs. Viele staunten, als man die WrestleMania 33 Stage sah. Bisher war die Bühne von WrestleMania 29 die teuerste aller Zeiten. Doch dieses Jahr setzte die WWE noch mehr finanzielle Mittel in Bewegung. So sollen die Bühnenaufbauarbeiten für WrestleMania 33 zwischen 5 und 6 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Die Kosten der WrestleMania 29 Stage sollen im Vergleich bei ca. 1,4 Millionen Dollar liegen. Damals arbeiteten 450 Mitarbeiter in New Jersey an der Bühne. Mick Foley hat seine Hüftoperation, welche der Grund dafür war, dass er aus den Shows geschrieben wurde, erfolgreich hinter sich gebracht. Er äußerte sich nun und meinte, dass ihn die letzten 5 Monate mit der WWE nahezu umgebracht haben. Es gibt neue Details zur Situation rund um Mauro Ronello. So sollen die Mobbing-Eskapaden bereits mit Jerry Lawler begonnen haben. Dieser nannte Ronello immer MR, so wie er Jim Ross auch JR nannte. Allerdings stand die Abkürzung MR in der Zeit, in welcher Jerry Lawler und auch Vince McMahon aufwuchsen, für Mental Retard, also geistig Zurückgebliebener. Außerdem soll Ronello zu Beginn gesagt worden sein, dass er seinen Stil beibehalten könne. Nach und nach forderte Vince McMahon jedoch von ihm, dass er sich mehr wie Michael Cole verhalten soll. Da Mauro Ronello einfach anders war, wird unter anderem beschrieben, dass man ihn wie in einer Schulklasse ausgrenzte. Zu JBL heißt es im Übrigen, dass er gegenüber dem Großteil von neu eingestellten WWE-Personal ein absoluter Bully sein soll, der Leuten beweisen möchte, wie tough er doch sei. Das soll dazu führen, dass manche Leute regelrecht Angst vor JBL haben, da dieser aufgrund seiner engen Verbundenheit zu Vince McMahon problemlos für eine Kündigung sorgen könnte. Mauro Ronello wird nicht zur WWE zurückkehren. Wer SmackDown noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt besser weghören. So wurden kürzlich weitere Details zum überraschenden Sieg von Jinder Mahal bekannt. So war man auf der Suche nach einem amerikafeindlichen Superstar. Die Verletzung von Rusev soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Mahal den Spot als Number One Contender bekommen haben soll. Außerdem soll Mahal, der selbst eigentlich Kanadier ist, im Hinblick auf den indischen Markt gepusht werden. Außerdem heißt es, dass man jeden x-beliebigen Superstar hätte pushen können. So soll man der Meinung sein, dass das Publikum nicht wegen bestimmten Stars, sondern wegen den bestimmten Brands, also Raw und SmackDown, einschalten würde. Es kursiert die Meinung, dass die Zuschauer ohnehin weiter Geld in das Produkt investieren werden, auch wenn man einen Jobber ohne Aufbau plötzlich in Richtung World Title pusht.